So, und hier haben wir den Concorde Cruiser 890 RRL mit einem Grundpreis von 159.000 und Preis des Ausstellungsfahrzeugs. Jo, ich sag jetzt nichts dazu. Aber es gilt wie immer, Qualität hat ihren Preis. Das Schöne an dem Fahrzeug ist, schaut euch mal an, die Heckgarage. Die ist absolut riesig. Setz dich mal drauf, dass die Leute sehen, wie groß das wirklich ist. Ja, da passt ganz viel rein. Stark, ne? Glaube ich, quadmäßig, oder? Ja. Und was mir an dem Fahrzeug bisher sehr gut gefällt, ich dürfte nämlich noch fahren, obwohl der wirklich riesig ist. Aber weißt du, was mir gefällt? Dann könnte ich nicht fahren, ne? Ja. Dann bin ich immer Beifahrer. Dann bist du aus dem Schneider, ne? Genau, ja. Bin ich immer Beifahrerin. Genau. So, innen drin ist er belegt, aber wir schauen noch mal von vorne von der Seite an. Mit Alkoven. Ein Riesenteil. Echt schön. Wir warten noch, bis wir rein können. Ach, da vorne können wir schon reingucken. In das Cockpit. Das ist ein Iveco, also auf Iveco-Basis. Automatik natürlich. Standesgemäß. Und dann warten wir mal, bis wir rein können. So, dann schauen wir da mal rein. Wir laufen gleich auf einen riesen Kühlschrank zu. Mach den gleich mal auf. Du willst in die Küche? Ich habe wieder gedacht, jetzt machen wir Schlafzimmer. Nö, ich will den Kühlschrank sehen. Das ist mit einer der wichtigsten Sachen im Wohnmobil. Von Sven ist Eisfach. Auch schön groß, ja. Und da oben haben wir oben drüber noch einen Backofen. Ne? Von Dometic. Ich mach den jetzt nicht auf. Ja, ist gut. So, jetzt gehen wir gleich ins Badezimmer. Haben wir hier Badezimmerbereich, Waschbecken. Boah, ist das geräumig, ne? Wenn ja. du da stehst, bist du zu Hause. Schöner Spiegel. Hallihallo. Handtuchheizer. Boah, ist das schöne Toilette. Das ist Keramiktoilette, oder? Klopf mal. Ja. Ja, schöne Keramiktoilette. Dann haben wir hier noch eine wirklich großzügige Dusche. Schön. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir eine Tür. Man kann den Bereich dann auch. Machen wir hier eine Tür, die kann man zumachen. Da ist der Raum hier abgesperrt. Echt genial. Drücken wir auf den Knopf hier. Ich soll auf den Knopf drücken, ja. Sagt jetzt Finny. Ah, auch ein schöner großer Schrank, ja? Finde ich richtig gut. Da kannst du packst einiges rein. Kannst du mal Kleiderschrank nennen? Da ist die Kleiderstange nämlich oben. Ja, das ist echt. Wow. Hier kommt man zur Fahrerkabine. Da unten. Aber selbst diesen Bereich, den kann man hier nochmal absperren. Ja. Mach mal, dass man das sieht. Ne, den meine ich eigentlich nicht, Schatzilein. Ah! Ja. Jetzt. So, ja. Leiden, Pech und Pannen, ne? Darunter veröffentlichen wir das. So, dann schauen wir uns das Bett nochmal an. Eine riesen Liegefläche. Das wäre jetzt ein bisschen hoch, finde ich das, aber da gibt es ja bestimmt eine Leiter oder irgend sowas. Aber das ist schon Luxus, ey. Geil. Ja, für den absolut geil. Preis, glaube ich, ist es auch zu erwarten. Ja, natürlich. Schau mal, da sind da noch Schubladen. Und, Schubladen überall, ja. Schrecke. Ich hoffe, das Licht passt. Okay, dann schauen wir mal in den anderen Bereich. Boah, eine Rundsitzecke. Ich liebe sowas, ne? Oh, nein, die Küche. Die Küche ist gigantisch. Pass auf, jetzt haben wir erstmal drei Flammen. Drei Flammenkochherd und schön weit auseinander. Also die ist echt groß dimensioniert. Da kannst du dann auch wirklich drei Töpfe hinstellen. Ah, da ist unten ein Knopf. Aha. Und bestimmt mit Softclose, oder? Mach, lass mal zu. Gleiten. 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 Nee, der schließt nicht von selber. Nein. Da haben wir vorhin ein anderes Fahrzeug angeschaut. Das hat von selber sich zugeschlossen. Ah, das ist überall so Fächer für Gewürze und so, ja. Das ist was für eine Frau. Ja, und dann schiebst du das raus. Hey. Das Le Mans nennt man sowas, glaube ich, ne? Le Mans-Auszug, oder? Da bin ich überfragt. Ja. Sowas haben wir nicht. Absolut geil. Aber ist schon schön. Da ist aber alles gut aufgehoben drin. Für den Preis kann man es auch bewahren, ne? Ja, natürlich. Ah, da sind die alle Anschlüsse? Ja. Ja, doch so. Sehr. Also auch die Arbeitsfläche von der Küche finde ich echt schön groß. Da hat man richtig viel Platz. Handtuchhalter mit dabei, genau. Ja. Macht Spaß und schaut euch mal, wow,
Hier, das denke ich mal für eine Kaffeemaschine oder so, für so eine Padmaschine. Haben wir hier noch ein extra Radio drin. Hier ist das Bedienpanel vom Fahrzeug und von Heizung. Alte Heizung drin. Und hier eine extra Vitrine für Gläser, Concorde-Gläser, natürlich standesgemäß. Das muss ja sein. Und hier können wir Wohnmobilkonzerte machen. Was willst denn du? Was willst denn du singen? Ich nicht. Aber da kann ja der Jörg und Nicole mal Ja, vorbeikommen, schöne oder? Grüße an der Ja, Stelle, ja. genau. Da hätten wir alle Platz. Ja. Wow, das ist So. wirklich schön. Schöner Das sind großer Fernseher. extra Schränke noch. Ja. Wow. Echt, vor allem massiv, ne? Also das Fahrzeug begeistert mich. Die ist schön, ne? Ja, ich Und könnte es vor mir zwar allem, nicht leisten, aber will ich haben, will ich ja, haben. willst du haben. Schau mal, da hast du auch nur Schränke. Das ist wie zu Hause, ne? Ja. So viel Platz. Das ist überhaupt das ganze Platzgefühl hier drin. Echt Vor allem mit dem gigantisch. Helmut, das wäre richtig geil, ja. Ja, Der hätte Platz. auf jeden Fall. Und wir auch, ne? Ja. Ich habe mal so ein eingebauter Dachlüfter mit drin. Jo, das war der Concorde, ne? Ich würde sagen, Daumen Daumen hoch, ne? geworden, ne? Bis dann. Ja.